kräftiges Gewicht. Das habe ich nicht so schwer erwartet. Bisher hatte ich nur leichte 13 Zöller. Aber legen wir es kurz beiseite, um uns den Lieferumfang anzuschauen. Das sollte schnell gehen. Zum einen bekommen wir eine Kurzanleitung, eine Garantiebestimmung sowie zwei schwarze Apple-Aufkleber. Wow, das sind meine ersten schwarzen. Bisher hatte ich nur weiße. Mal sehen, wo ich sie benutzen werde. Schreibt mir in die Kommentare, wo ihr eure Aufkleber anbringt. Das interessiert mich wirklich. Dann gibt es noch ein starkes Ladeteil. Der Eingang ist USB-C und die Ladeleistung beträgt 140 Watt. By the way, auch das Netzteil ist ziemlich schwer. Kein Vergleich zum 13er Netzteil. Das letzte Zubehör ist das Ladekabel, das in Space Gray daherkommt. Ein Ende ist das zum Netzteil passende USB-C und das andere MagSafe. Welcome back MagSafe. Das war der Lieferumfang, jetzt befreien wir das MacBook Pro 16 Zoll. Wow, die Schrift unten macht schon was her, obwohl ich sie selten sehen werde. Lasst uns einen Rundgang um das MacBook Pro machen. Auf der Vorderseite haben wir nur die Kerbe, um das Display leichter anheben zu können. Auf der linken Seite haben wir den MagSafe 3 Anschluss, zwei Thunderbolt 4 USB-C Eingänge sowie einen 3,5 mm Kopfhöreranschluss. Die Rückseite zeigt uns lediglich den Lüfterausgang. Die rechte Seite beherbergt einen HDMI Eingang, einen weiteren USB-C Eingang sowie einen SDXC Kartenslot. Alles in allem eine ordentliche I.O. Jetzt machen wir den größten Vergleich zum 13er MacBook Pro aus 2019. Hier der Höhenunterschied. Das 16er ist 1,68 cm hoch. Hier der Breitenunterschied. Das 16er ist 35,57 cm breit. Und jetzt die Tiefe mit 24,81 cm. Hier der Blick in einen der beiden Schlitze, wo kalte Luft angesaugt wird, um den Mac bei Bedarf zu kühlen. Kaum ist der Bildschirm angehoben, startet in gewohnter Manier das System. Allerdings ist auf dem Display noch eine dünne Folie aufgebracht, die wir sanft abziehen. Guckt euch mal die dünnen Seitenränder an. Klasse, das gefällt mir jetzt schon sehr. Die Notch oben stört mich überhaupt nicht. Hier habt ihr den Vergleich der Tastaturen, der Trackpads sowie den Lautsprecher-Designs. Die Touchbar, ja, auf meine geliebte Touchbar werde ich verzichten müssen. Im Gegensatz zu vielen fand ich sie hilfreich, vor allem für Emojis und das Umgehen von Werbung. Wenn vor einem Video Werbung lief, habe ich den Schieberegler per Touchbar vorspulen können, bis kurz vor Ende der Werbung. Das kann ich in Zukunft vergessen. Die alte Tastatur mit Butterfly-Mechanismus werde ich hingegen nicht vermissen, denn die Tastenanschläge waren hart und laut. Hört mal im Vergleich zur neuen Tastatur. Auch die Anschläge sind weicher, aber dennoch präzise und knackig. Dass die neue Tastatur komplett in Schwarz daherkommt, gefällt mir allerdings nicht. Da finde ich das alte Design gelungener. Lasst uns den Mac schnell einrichten. Deutsch, danach Deutschland. Dieses Fenster sehe ich zum ersten Mal in der Einrichtung. Bedienungshilfen könnte man entweder jetzt oder später einrichten. Ich benötige keine, also klicken wir auf Später. Als nächstes verbinden wir uns mit dem WLAN und prompt schlägt uns das System ein verfügbares Update vor, das wir allerdings überspringen, denn ich will erst die Einrichtung abschließen. Das Update installiere ich im Anschluss. Der Migrationsassistent fragt jetzt, ob wir Daten von einem alten Mac oder PC übertragen wollen. Ich verneine es jetzt bzw. klicke auf Später, denn ich möchte ein Clean Setup vornehmen und übertrage alles, was ich brauche, nach der Einrichtung. Meine Daten liegen auf einer 1 TB großen SSD und von dieser kopiere ich mir all meine nötigen Dokumente, Medien etc. im Anschluss. Jetzt können wir unsere Apple ID angeben, müssen aber nicht. Wir könnten auch ohne Apple ID fortfahren. Allerdings gebe ich sie hier ein. Durch die Zwei-Faktor-Authentifizierung bekomme ich einen 6-stelligen Code an mein iPhone gesendet, den ich auf dem Mac eingeben muss. Gesagt, getan. Jetzt müssen wir den allgemeinen Geschäftsbedingungen zustimmen, indem wir das Häkchen setzen und auf Akzeptieren klicken. Als nächstes vergeben wir einen Namen und setzen ein Passwort. Dabei würde ich euch die Merkhilfe empfehlen und auch den Haken ganz unten aktiviert lassen. Denn falls ihr doch mal euer Passwort vergessen solltet und eure Merkhilfe euch nicht weiterhilft, könnt ihr euer Passwort mit Hilfe von eurer Apple-ID zurücksetzen. Unser Account wird nun erstellt und konfiguriert. Dadurch, dass wir vorhin unsere Apple-ID angemeldet haben, wurde das MacBook genauso eingestellt wie das iPhone.
Das betrifft die Ortungsdienste, Siri, Analysen etc. Finde ich mega praktisch. Kommen wir zum Punkt FileVault, also zur Verschlüsselung der Festplatte. Auch das empfehle ich jedem. Wir können Folgendes entscheiden, sollten wir unser Passwort vergessen. Entweder kann unsere Apple-ID das Passwort zurücksetzen, das werde ich wählen, oder man müsste sich den Wiederherstellungsschlüssel ausdrucken und sicher aufbewahren. Allerdings hat man den nicht immer bei sich, daran bitte denken. Jetzt noch schnell Touch-ID einrichten, her mit dem rechten Zeigefinger, oh ja, das klappt schnell. Apple Pay richte ich später ein, also klicken wir hier oben auf Später. Und das war's auch, wir sind auf dem Homescreen. Jetzt zeige ich euch schnell die ersten Einstellungen, die ich bei jedem neuen System vornehme. Erstens, klick durch Tippen, denn ich möchte das Trackpad nicht immer durchdrücken müssen, sondern einfach nur leicht antippen, um einen Befehl ausführen zu lassen. Das geht in den Einstellungen fürs Trackpad. Zweitens, ändere ich immer das Hintergrundbild. Oh ja, schon viel besser. Als drittes gehe ich in die Bedienungshilfen, dort in die Trackpad-Option und aktiviere Trackpad zum Ziehen verwenden mit drei Fingern. Fragt mich bitte nicht, warum das nicht in den normalen Trackpad-Einstellungen ist, ich verstehe es auch nicht. Somit kann man alles mit drei Fingern umher bewegen. Jetzt, wo ich das System so steuern kann, wie ich will, lasse ich immer nach Updates suchen. macOS Ventura 13.2.1 steht mit einer Größe von 2,26 GB zur Verfügung. Wir stoßen die Installation an. Und fünftens aktivieren wir in der Zwischenzeit die Prozentanzeige neben dem Akkusymbol. Ich weiß nicht, wo sich diese Einstellung befindet, also nutzen wir die Suchfunktion dafür. Und die Suche ist wirklich sehr stark. Zack, gefunden und aktiviert. Sehr schön. Das war's zur Einrichtung. Ich möchte mir und euch zeigen, ob sich der teure Kauf des M2 MacBook Pro für mich gelohnt hat oder nicht. Und wie viel schneller ist das neue MacBook Pro? Wie viel Zeit werde ich pro Video einsparen? Das gilt es jetzt zu beantworten. Ich habe ein 10 Minuten und 45 Sekunden langes Video. Hierfür möchte ich sehen, wie lange der Import und die Verarbeitung dauert und auch wie lange der Export dauert. Zugegeben, das ist ein kleiner Test, aber dieser ist für mich von Bedeutung. Lasst den Import beginnen. Nach 6 Minuten und 22 Sekunden ist das M2 MacBook Pro fertig. Das alte hat erst 52% verarbeitet. Salopp gesagt kann man festhalten, dass das neue doppelt so schnell ist. Und nach ganzen 12 Minuten und 31 Sekunden ist auch das alte MacBook endlich fertig. Jetzt lassen wir es sofort exportieren. Die Exporteinstellungen sind dieselben. Nach langen 13 Minuten und 2 Sekunden ist das neue fertig, wohingegen das alte erst 65% verarbeitet hat. Nebenbei bemerkt, drehen die Lüfter des alten mit Intel i5 Prozessor auf Hochtouren und es ist sehr heiß geworden. Das neue hingegen ist komplett leise und kühl, wirklich phänomenal. Allein dieses Ergebnis reicht mir vollkommen, denn ich werde fast doppelt so schnell arbeiten können bzw. fertig werden. Sehr schön. Und die Leistung ist nur einer von vielen Punkten, der für das neue 16 Zoll MacBook Pro mit M2 Pro Prozessor spricht. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Macht es gut und bleibt gesund. Ciao.